Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich habe die Ehre, euch heute After the Fall zu präsentieren. Ich habe einen Review-Key bekommen und ja, das ist nicht selbstverständlich, deshalb Dankeschön dafür und ja, ich habe ein First-Impression-Video mit dem lieben Chris Reality aufgenommen und ja, dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte euch auch nochmal ein Gewinnspiel präsentieren. Nicht von mir, sondern von dem lieben Shappy, der ist Moderator auf meinem Discord oder auf unserem Discord, weil es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Und er hat einen, ja, oder er verlost aktuell einen Key zu After the Fall. Nicht für SteamVR, wie ich es auch heute euch vorstelle, sondern für die Oculus Quest oder die Meta Quest. Und ja, alles, was ihr machen müsst, ist in unseren Discord zu kommen. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und dann gibt es einen ja, Community-Geschenke-Kanal. Und da könnt ihr einfach unter, ja, wenn man ein Icon drückt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Icon aussieht, aber das sieht man direkt. Da haben jetzt schon über 20 Leute mitgemacht. Da einmal draufdrücken und dann seid ihr schon dabei. Und ja, wir freuen uns natürlich immer auf neue User auf unserem Discord, dass der immer weiter wächst. Und ja, das erstmal dazu und ich wünsche euch allen viel Glück. Das Gewinnspiel läuft, glaube ich, noch 3 Tage, also bis Donnerstag, glaube ich. Und dann gibt es auch den Key für die Meta-Quest von After the Fall. Und ja, lasst uns mal ganz kurz auf die Steam-Seite schauen. Und das Spiel ist aktuell auch noch im Angebot. Und das Angebot endet am 9. Dezember und ist aktuell für 35,99 € erhältlich. Und ja, das Besondere an dem Game ist, dass es ein plattformübergreifenden Mehrspieler-Modus bietet. Das heißt, wir können mit ja, SteamVR-Playern zocken, wir können mit Oculus Quest-Usern zocken und das ist natürlich mega. Und ja, alle VR-Brillen werden hier auch unterstützt, Vive, Index, Rift und die WMR-Brillen. Und ja, mein erster Eindruck, ich muss sagen, es macht verdammt viel Spaß. Ich hab das jetzt ganz kurz mit dem Chris Reality angetestet, damit wir euch einen kleinen Eindruck geben können vom Gameplay. Das Video von Chris werde ich später auch noch in die Beschreibung packen, dann könnt ihr auch mal seinen Kanal besuchen. Und ja, also mir hat es jetzt echt Spaß gemacht. Das Tutorial ist relativ kurz gehalten, relativ einfach, also man versteht sehr, sehr schnell, was Sache ist. Ich finde, es ist eine Sache eine Mischung aus Arizona Sunshine, natürlich ist Vertigo Games, Arizona Sunshine ist ja ihr Baby, sage ich mal. Und dann auch noch Left 4 Dead, also dieser Flat-Shooter, Zombie-Shooter. Und das ist eine gute Mischung aus beiden davon. Und ich muss sagen, mir hat es jetzt Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf mehr. Ich bin auch gespannt, was man noch alles erleben kann, was für Missionen, was für Waffen man bekommt und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel hier rumreden, sondern ja, schaut euch einfach mal das Gameplay an, wie gut oder wie schlecht wir uns jetzt angestellt haben. Ich würde eher sagen, wir haben uns schlecht angestellt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel mal kennenzulernen. Und ja, daran möchten wir euch jetzt teilhaben lassen. Also viel Spaß. So Leute, willkommen bei After the Fall und ja, gleich starte ich eine kleine Mission mit dem Chris Reality. Als erstes wollte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das Spiel so anfängt und was man hier so machen kann. Natürlich kann man hier den Schwierigkeitsgrad einstellen, hoch, niedrig. Ich habe es jetzt auf hoch, ich habe eine 1080 Ti, es läuft einigermaßen flüssig. Wenn Gegnerhorden kommen, ja, nicht mehr so, aber das muss man mal testen, ob es dann bei Mittel besser wird als bei hoch und ob es überhaupt an der Grafikkarte liegt. Ich lasse jetzt erstmal auf hoch, dann kann man sich aussuchen, im Stehen oder im Sitzen zu spielen. Ich stehe natürlich am liebsten. Dann haben wir natürlich für alle Leute, die eventuell unter Motion Sickness leiden, können wir uns Teleport aussuchen. Oder den normalen Free-Locomotion-Modus, das nennt sich hier Gleiten. Dann haben wir die Möglichkeit, den Waffengürtel anzupassen, auf welcher Höhe der dann in Wirklichkeit ist, ne? Wo man immer die Waffe greift. Und wir haben hier links und rechts die Waffenslots und hier haben wir die Munitionsslots. Also wenn man nachlädt, dann muss man immer zur Mitte greifen, Magazin rausholen und so weiter und so fort. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Kalibrierung abgeschlossen. Und dann kann man auch noch aussuchen, ob man ein reelles Nachladen haben möchte. Das kann man nachher in dem Tutorial kann man sich aussuchen, ob man jetzt reell nachladen möchte oder einfach per Knopfdruck. Und ja, das ist eigentlich der Unterschied so.
was man hier noch einstellen kann. Und ja, hier sind wir schon im Hub und hier lernt man die Leute kennen. Und hier kann man dann die Spiele starten. Ne? Hier haben wir Erntelauf, Tundradrom, privates Match. Und ja, hier beginnt dann alles. Hier kann man Freundschaften schließen, sich Leute suchen, mit denen man dann spielen möchte. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal. Das Tutorial lasse ich jetzt erstmal außen vor. Das ist auch nicht so lang. Das ist einfach nur dafür da, dass man wirklich mal schaut, ja, wie gesagt, das Nachladen, wie das ist. Man kann dann auch am Schießstand schießen, und um zu gucken, ja, wie verhalten die Waffen sich und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, die Waffen anzupassen, wenn man genug Punkte sich holt. Und das ist hier. Und hier haben wir den Automat. Na, welche Waffen man gerade hat. Und ja, wir haben aktuell nur eine Dienstpistole, die wir uns, ja, die wir benutzen können. Dann haben wir hier Lauf. Und da kann man natürlich Standardlauf. Und dann kann man immer weitere Upgrades sich in die Waffe reinbauen. Und das macht man hier, das zeige ich euch gleich mal ganz kurz. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Visier zu benutzen. Ein Magazin. Aber man muss natürlich alles freischalten. Das ist natürlich das Coole. Man wird von Spiel zu Spiel dann besser. Und ich glaube, das macht dann auch richtig viel Spaß, die Waffen dann abzugraden, um dann zu schauen, ja, wie ist das Spiel jetzt? Wie verändert sich das Game? Und ja, ich habe noch nichts freigeschaltet. Ich habe aber so ein paar Credits gesammelt im Game, was ich eben mit dem Chris gemacht habe. Und ja, wenn man dann die Waffe ausgesucht hat, kann man sich die hier dran packen. So. Und dann kann man diese Teile alle abbauen. Ne? Magazin, Lauf und so weiter und so fort. Hier kann man auch nochmal das Visier ändern, ne? Ob man jetzt ein Holo-Visier hat oder nicht. Und ja, die Sachen kann man dann natürlich dran bauen, weil wir haben momentan nichts anderes zur Verfügung. So sieht es erstmal aus. Genau, hier haben wir noch den Munitionszähler, der ist ganz praktisch. Dann weiß man immer, wie viel ist noch im Lauf und wie viel hat man noch hier als Reserve. Na, wie man sieht, der zählt dann auch runter. Ja, Leute, das erstmal dazu zu den, ja, kleinen Waffen, ja, Mod, sage ich mal, oder Werkbank, wie man es auch von Fallout kennt, dass man das alles an der Werkbank umändern kann. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach ins Gameplay mit dem Chris Reality. Viel Spaß. Chris, Tupac is calling. Ah. Ja, und der Typ sagt gerade, alles glaube ich später. Da ist er. Hallo. 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 Du gehst aber echt komisch. Du auch. Ist bei dir auch. Okay. Ja. So, ich glaube, du musst erstmal bei dir eine Mission annehmen, oder? Du musst zeigen, Luna. Luna. Genau. Geh erstmal hin. Ja, Luna Gonzalez. Aber die Größe hat es eigentlich richtig eingestellt. Hallo. Komm, Luna. Bienvenido. Welcome to the line. Frank told me about you over the radio. Aber sieht auch nicht schlecht aus, die Luna. Du musst sie auf die Klingel hauen. Hab ich. Immer draufhauen. So, I know you lot usually go around and trade harvest in other settlements. Ah, die sieht echt gut aus, ne? Kannst nicht meckern. Sieht echt gut aus. Lippensynchron ist sie nicht. Aber sonst sieht sie gut aus. Aber vom Modeling her? Ein bisschen muskulös, ne? Also. Ja, ist eine Mechanikerin. Aber es soll jetzt kein Vorurteil sein, wir wollen hier kein Beleidigen damit, ne? Also. Nein. Ja, also wenn man sich das vorstellt, jetzt ist natürlich das Hub hier noch leer, weil das Spiel natürlich noch nicht released ist, aber wenn das released ist, ich kann mir schon vorstellen, dass die Lobby hier, ihr seht schon, wie viele Automaten hier stehen, jeder Automat steht dann für eine Spiele-Session. Ja. So, ich glaube, das kann ganz interessant werden, ne? Jetzt können wir uns hier einen Automaten aussuchen. No. Das heißt, ich muss dich jetzt hier an dem Automaten dann einladen? Richtig. Ich habe aber beim Schwierigkeitsgrad das zweite genommen, also ich habe nicht das leichteste genommen. Erntelauf und dann Tundra Dome. Also Erntelauf ist, glaube ich, das erste, was wir machen. Okay.
Da müssen wir an. Ah, okay. Überlebender, Veteran, Meister, Albtraum. Also machen wir Veteran. Ich hab's beide genommen. Ja, ich finde mal, da gibt's ein bisschen mehr zu tun. Also auf deine Gefahr hier, ne? Okay, ich bin hinter dir. So, bestätigen, aber ich kann dich noch nicht einladen. Tupac, Suche. Okay, ja, cool. Ja, machen wir jetzt starten, ne? Dann sind wir auch alleine. So, muss ich jetzt auf jetzt starten gehen oder geht das automatisch? Ich bin aufgeregt. Bei mir geht jetzt nichts. Du bist weg. Laden? Wird geladen? Jetzt. Okay, ich dachte schon, du hast jetzt aufgefüllt mit zweimal KI. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wie bei Left 4 Dead, wie man es da kannte, wenn man da gespielt hat, ist ja die KI, glaube ich. Genau, Jimmy AI, ne? Michael. Bei mir lädt's noch. So, ich bin mit drei KIs drin. Das ist jetzt blöd. Warten auf Spieler. Nee, okay. Du übernimmst wahrscheinlich gleich auch ein. Warten auf Spieler. Boah, Alter, du bist riesig. Jetzt bist du eine Frau. Das stimmt, der ist groß. Jimmy, der ist groß. Ah, jetzt bist du wieder klein. Okay, jetzt wo du losgelaufen bist. Oh. Wollen wir? Hier haben wir ja nichts weiter. Nee, ja. Los geht's, ne? Ah, die kannst du mit zwei hinten rein. Ei, guck dir das mal an. Wow. Nice, das sieht echt cool aus. Das sieht gut. Oh, der Schnee macht sogar Geräusche hier. Und Fußabdrücke? Nein. Doch. Echt? Doch, Sinn. Ah, die Kiste kann man aufschießen. Ja. Mensch. Munition voll. Hast du jetzt auch was bekommen? Munition voll steht bei mir da. Okay, ja. Also scheint es dann, gemeinsam zu sein. Ja, das ist ganz gut, ne? Bereit? Ja, wenn du es bist. Wow. Boah, die Magazine gehen ja leer wie nix hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Nein! Alter Schwede, ist das blutig. Leck mich am Arsch. Wow. Was ist das? Okay. Weiß nicht, schieß mal drauf. Wow! Okay. Hätten wir nicht drauf schießen sollen, ne? Haben wir wieder was gelernt. Kommt jetzt noch was hier? Ne, wir müssen jetzt hier rein. Erkunde die Spielhalle. Okay. Ach, hier oben steht ja Arcade. Ach, das sieht aber gut aus. Kannst du echt nicht meckern. So, Munition plus. Hast du auch gekriegt? Ja. Das ist gut. Dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass irgendeiner was nicht kriegt oder so. Taschenlampe geht allein an. Boah, das sieht aber cool aus. Wow. Alter Schwede. Also mit dem echten Nachladen, es ist echt schwierig. Man gewöhnt sich dran, ne? Ich denke mal ein bisschen Übung. Ah, da ist wieder so ein Typ eingefroren. Ja, und wir haben hier auch noch... Warte, willst du die Waffe zuerst nehmen? Nee, nehm ruhig. Vielleicht kriegen wir die zusammen. Ich hab sie. Okay, hast du auch eine bekommen? Warte, ich guck. Hier ist schon mal irgendwas Rotes. Also ich habe eine zweite Waffe jetzt. Nee. Und die hat auch irgendwelche Upgrades scheinbar. Hier, ich habe eine Spritze aber. Kann man die aufheben? Die hat eine andere Taschenlampe, so wie es aussieht. Du hast volle Energie, der hat volle Energie. Ach, so geht die. Du stöhnst. Ah, guck mal hier. Magazin. Ich habe alles voll. Ja, bei mir auch. Na, obwohl, ich habe ein Magazin. Was hier? Hier ist eine Karte? Irgendeine. Ja, ist aber voll, ne? Eine Charge voll, okay. Ja. Hier, guck mal. Hier ist noch was. Disketten. Entschlüsselung niedrig. Wo tue ich die jetzt hin? An dein Handgelenk, glaube ich. Ah, das ist, hätte ich die Spritze auch hin tun können, verdammt. Also, es sieht schon cool aus, muss ich sagen, aber. Ich finde, man sieht so ab und zu an den Geräten so, dass es auch gleichzeitig für Quests spielbar ist. Was die darauf natürlich auch achten mussten. Aber es sieht trotzdem cool aus. Vorsicht. Incoming, das ist nicht gut. Wo? Keine Ahnung. Oh, scheiße. Wow.
Immer in den Kopf. Boah, die Waffe ist cool, die ich jetzt hab. Alter Schwede. Ist jetzt hier noch was? Da unten? Was ist das? Ein Rattenloch ist das. Das stimmt. A Red Hole. So. Ich guck mal rein, ja? Nee, und? Ist nix. da hört auch der Lichtkegel auf. Hat mal Friendly Fire? Weiß Schieß ich. Mal auf mich, bitte. Weiß ich nicht. Warte, da. Also... Nee. Also man sieht's, dass man trifft, aber es passiert, glaube ich, nichts, ne? Nee. Ach, da oben geht's noch weiter. Aber irgendwas höre ich hier. Ja, ja. Boah, die Treppe, ey. Alles voller Blut hier. Oh, hier ist eine komische Toilette. Ja, warte. Der eine bewegt sich zu uns. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Ey, ey, ey. Ah, die krabbeln sogar. Ich hätte gerne ein Maschinengewehr. Alter Schwede, ey. Oh, 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 oh. Geht schon wieder weiter. Ah, ich bin in der Ecke gefangen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss mal kurz hier nachladen. Ja. Ey, das war aber ein knappes Ding jetzt. Holla, die Waldfee. Es ist auch ein bisschen chaotisch, ne? Alter, na wie Left 4 Death, ne? Oh, da kommt ein Dicker. Alter, boah, da geht bestimmt in die Luft. Ja, ja. Eater. Eater. Wie hieß ihn nochmal? Blooper bei... Boomer. Boomer. Boomer, genau. Ah, hier gibt's auch wieder was. Reloading. So. Hier ist da irgendwas? Ja, die kannst du dann... Dann haben wir einen neuen Weg freigeschaltet, sozusagen. Ah, was wir im Dings gesehen haben. Das haben wir im Trailer gesehen. Genau. Sollen wir erstmal da in den Raum reingehen? Hier ist noch eine Kiste. Die Kiste habe ich schon oft gemacht. Ah, okay, dann. Hier ist wieder ein Typ gefroren. Oh ja, ich brauche eine Spritze. Okay. Die Energie. Oh, ich bin nämlich fast down. So. Wo sehe ich meine. Ah, da. Ich bin voll, ne? Also nicht vom Alkohol, aber. So. Das ist hier, wo wir waren. Ach, guck mal, die Türen kannst du... Ah, die kannst du auf... Oh, die gehen aber schön geschmeidig auf und zu. Okay, ja, da müssen wir darüber, ne? Ja. Da sind auch irgendwelche Erfahrungspunkte oder so, die wir gesammelt haben. Ja, ja. Ich mal. Soll ich zuerst? Probier mal. Komm. Kommst du gleich hin? Geronimo! Oh! Hui! Ne, ist klar. Hört ja gar nicht auf dir. Gut, dass man hier nicht alleine ist. Das wurde ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Reloading! Geil! Das ist schon cool. Also die haben auch viel von Left 4 Dead abgeguckt, ne? Hat immer noch so den Arizona Sunshine Style, also man merkt das ja, schon. Ja, so eine gute Mischung aber, ne, finde ich. Mhm. Zwischen Arizona Sunshine und Left 4 Dead. Oh, da ist eine Diskette. Da steckst du mal ein. Ja, ja, mach ich. Hier ist noch ein kleiner Weg. Ich guck mal kurz. Was ist das? Oh, ich habe eine Granate. Oh, hier geht's nach oben. Ach, scheiße. Ist da noch was... von Interesse? Willst du eine Granate schmeißen? Ich habe hier eine, guck mal. Warte mal, hier ist noch eine Kiste, die ich öffnen muss. Wo ist denn eine Granate? Ich sehe keine. Ja, die habe ich in der Hand. Kannst du die mir geben? Und jetzt? Soll ich die mal werfen? Ja, jetzt nicht, erst wenn...
Ui. Explosion sah jetzt nicht so mega aus, aber gut. Wir haben schon mal verschwendet. Wir haben schon mal geguckt, wie es aussieht. Ja, sorry. So, jetzt geht's hier wieder raus. Es passt aber zu Weihnachten. Auch schön Schnee hier. Ja, ja, ja. Wir haben endlich mal ein Koop-Game, ne? Ja. Oh, jedes Mal ist meine Munition alle. Ja. Alter Schwede. Wow. Können wir hier reingehen? Ne, sieht nicht so aus, als ob man reingeht. Oh, da ist wieder ein Typ, der gefroren ist. Was hat er diesmal? Granaten, okay. Diesmal nicht verschwenden, ne? Wo können wir uns die... Ah, im Handgelenk auch. Okay, dann nimm du eine, ich eine. Aber da fliegt mir meine Diskette weg. Du hast ja links und rechts. Achso, dann kann ich die mit der Waffe aufheben. Was ist jetzt los? Jetzt ist er weg. Ich hab sie genommen, hier. Aus Versehen. Aber die kann ich ja... Ja. Ach, alles klar. Du hast zwei Handgelenks-Slots. Okay. Jetzt, ja. Oh, sieht auch gut aus. Boom steht drauf. So. Ja, rein theoretisch hier wieder runter, ne? Ach, guck mal, ich bin schon unten. Wo? Ja, ah, hallo. Hi. Okay. Ja, guck mal, durch den Schnee hast du ja einen bestimmten Nebel und du musst auch nicht so viel zeigen. So, jetzt probier ich das Ding mal aus. Hey. Ah, hier kann man auch gut Headies verteilen, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt. Die Waffen schießen eigentlich ganz genau, ne? Oh. Aber so habe ich mir das Spiel vorgestellt, auch vom Trailer her, so habe ich es mir vorgestellt. Ja, ja, ja. Ich auch. Munition. Oh, oh. Was denn? Hast du nicht das Schreien gehört? Nein, noch nicht. Nee. Ist hier so eine... Achtung, da kommt irgendwas, wie sich's anhört. Hi. Ich schieße immer voll daneben, ey. Oh, da kommt wieder so ein fettes Tief. Achtung. Boah. Okay. Wow. Also die hat mal reingehauen, oder? Die war gut. Oh, da kommt so ein Krieg. Was ist das? Alter. Ich komm nicht mehr weg. Oh, der hat mich. Nein, nein. Warte, warte. Ich helf dir, ich helf dir. Okay, also der darf eigentlich auf keinen Fall packen, ne? Jetzt musst du mich bestimmt wiederbeleben. Irgendwie. Oh, nein. Oh nein, Chris, ich sehe, wie du dich zerreißt. Scheiße. Juggernaut, wartet. Niederlage, wir haben verloren, Chris, wir sind so schlecht. Aber gut, für die erste Runde muss man ja auch erstmal klarkommen mit dem Ganzen. Aber für den First Look auf jeden Fall ein geiles, geiles Game. Also macht mir auf jeden Fall... Ach, guck mal hier. Gescheitert, okay. Ach, guck mal hier, wir sind gescheitert. Aber wir haben Punkte gekriegt, ist Kills 55 unter 6. Ey, da kommen mal hoch ein Gegner, ne? Wahnsinn, ja, ja. Aber man kann noch genauer schießen. Ich habe am Anfang eigentlich immer nur drauf gehalten und am Ende her versucht immer auf die Köpfe zu zielen und dann geht's eigentlich. Ich geh mal auf zurück. Nee, kommen wir jetzt hier irgendwie zurück zum Hub, genau. Ach, du kannst dir jetzt hier aussuchen, was du machen sollst, ne? Genau, ob das noch immer machst. Das ist doch geil, das Game. Also, da werden wir auf jeden Fall nochmal einen Livestream davon machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, sieht gut aus. Macht jetzt einen guten Eindruck erstmal. Ja, man sieht jetzt nicht so viel, aber ich habe mir jetzt auch, wie du eben schon sagtest, nicht so großartig was anderes vorgestellt unter dem Game. Für den Preis völlig okay. Es läuft absolut geschmeidig, das Game. Gesagt mit einer 1080er Non-TI, ne? Also wie gesagt, unter Pimax. Läuft. Also. Gut, man muss sagen, also ich hatte das Gefühl, wenn es ein bisschen, das ein bisschen ruckelt, wenn die ganzen Gegnerhorden kamen. Nee, da habe ich jetzt keine. Das ist nicht so, ja, das ist nicht. Ja, flüssig war es schon, aber ja, nicht so mega flüssig, wie du gerade sagtest. Ach, das ist der Hoshi.
Aber es wird auf jeden Fall noch ein Livestream kommen, Leute. Und ja, ich verabschiede mich erstmal. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ja, ich sag auch mal Tschüss und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier viel mehr Gameplay davon zeigen können und ja, auch ein bisschen die Waffen kennenlernen und mal schauen, was es alles für Upgrades gibt. Das ist natürlich auch interessant. Und wie sich das Spiel dann verändert, muss man natürlich dann mal sehen. Ne? Je nachdem, welche Upgrades man hat, wie verändert sich das Spielgeschehen. Und ja, man hat ja gesehen, wie viele Gegnerhorden da auf einen zukommen. Mhm. Und ja, wenn man dann eine gute Waffe hat mit guten Upgrades, macht das natürlich auch nochmal was aus. Ne? Richtig. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.